Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, Hebamme zu sein ist eigentlich ein großartiger und wunderbarer Beruf. Wenn man sich darüber im Klaren wird, was das eigentlich bedeutet, Leben mit auf die Welt zu bringen, kann man nur sagen, das ist eigentlich eine erfüllende Aufgabe. Unter den heutigen Bedingungen allerdings wird es längerfristig nahezu unmöglich, ihn zufriedenstellend auszuführen. Längst ist der Punkt erreicht, wo wir in einer allgemeinen Krise der Geburtshilfe sind. Ich möchte das nur mal ganz kurz umreißen, weil die Versorgungsengpässe inzwischen sind wirklich enorm. Geburtshilfestationen in der Umgebung haben geschlossen. Wir haben eine ganze Reihe gehabt, Wittmund Ende 2018, das Pius Hospital in Oldenburg auch Ende 2018. In Nordenham ist es im Februar 2019 dazugekommen. Das heißt, der Druck wird natürlich auch gerade auf eine Stadt wie Bremen hier noch viel stärker ausgeübt werden. Die Situation wird zunehmend schwieriger. Wenn wir uns das Monitoring der Gesundheitsberufe ansehen, es ist eine Erhebung von 2017, es war eine Befragung der freiberuflichen Hebammen, dann stellen wir fest, dass die Unterversorgung auch gerade in Bremen rasant zugenommen hat. Nun ist es auch so, dass 43% der Hebammen sind 50 Jahre und älter, 27% lehnen täglich Betreuungsanfragen ab, 73%, das muss man sich überlegen, drei Viertel sogar, da ist es mindestens einmal die Woche. Wir wissen, dass wir die Versicherungsproblematik schon sehr oft debattiert haben. Es ist nach wie vor keine befriedigende Lösung gefunden worden. Es wird sozusagen nur eine Teilsumme übernommen. Aber auch die Krankenhäuser bieten keine hinreichende Lösung. Im klinischen Bereich, und ich meine jetzt nicht die freiberuflichen Hebammen, geht es vor allem um die belastenden Arbeitsbedingungen. Wenn man sich da die Hebammenbefragungen ansieht, ist das auch extrem, was dort zu leisten ist. Die letzte ist aus 2015, aber ich gehe nicht davon aus, dass sich das 2019 wesentlich geändert hat. Da sind es fast die Hälfte von Frauen, die gleichzeitig von Hebammen, die drei Frauen gleichzeitig betreuen müssen. Es gibt viele Überstunden, es ist vollgespickt mit fachfremden Tätigkeiten. Die Folge, unter denen wir jetzt zu leiden haben und die für Frauen in dieser Stadt, die gebären, eine Riesenbelastung ist, sind natürlich die Krankheitsausfälle und die unbesetzten Stellen. 19 an der Zahl, es hat schließlich Gründe, warum es letzte Woche zu einer Schließung der Geburtshilfe vom St. Josef Stift gekommen ist. Für hochschwangere Frauen ist das eine katastrophale Ansage, weil man ja nicht wissen kann, passiert es nächste Woche wieder, wie ist es eigentlich, wenn ich sozusagen einen Termin habe. Und ich sage in dem Zusammenhang, für einen attraktiven Standort und immer unter dem Schlagwort wachsende Stadt, ist das eine totale Anti-Werbung. Das heißt also, wir brauchen stattdessen eine 1-zu-1-Betreuung. Die ist dringend notwendig. Wir wissen, dass es dann weniger Komplikationen gibt. Wir wissen, dass dann die Kaiserschnittrate zurückgeht. Und dann findet man auch Hebammen, wenn wir die entsprechenden Arbeitsbedingungen haben. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, dass es ja die Chefärztin Katharina Lüdemann gewesen ist, die es ja in ihrer Station auch durchaus geschafft hat, die aktuellen Delmenhorst leider nicht mehr praktizieren kann. Es gibt natürlich einen klaren Interessenskonflikt in den Krankenhäusern. Geburten bringen nicht so viel. Das ist natürlich eine Kostenfrage und mit dem, wie es vergütet wird. Und jetzt möchte ich dazu kommen, was müssen wir eigentlich tun? Es gibt ja eine ganze Reihe von Vorschlägen und Maßnahmen dazu und der Ausgang dieser Debatte ist ja auch die Hebammenplattform, die jetzt sozusagen eingerichtet werden soll. Es geht auf einen CDU-Antrag zurück. Nur muss ich sagen, wenn man keine Hebammen mehr findet, die tatsächlich sich einbringen wollen, nützt auch so eine Plattform nicht viel. Die Einrichtung von 20 Studienplätzen, nachdem das jetzt natürlich ein akademisierter Ausbildungsberuf werden soll, ist ja an sich richtig, aber kurzfristig bringt es uns nichts. Und das ist genau der Punkt, wo wir gesagt haben, mit unseren beiden Anträgen wollen wir versuchen, in diese Richtung auch nochmal Maßnahmen vorzuschlagen, die dort Abhilfe bringen. Wir haben natürlich mit dem Hebammenverband gesprochen und daraufhin zielen natürlich letztendlich auch unsere Vorschläge ab, dass wir gesagt haben,
was ist eigentlich notwendig? Und das haben wir letztendlich auch zu Papier gebracht. Es geht darum zu sagen, wie kriegen wir Hebammen, die praktiziert haben, wieder in den Beruf zurück? Wie bekommen wir Modelle her, dass das ein Wiedereinsteigerinnenprogramm wird, der das generiert? Dieses Konzept brauchen wir dringend. Und ich würde dann in einer zweiten Runde auch noch mal auf das Hebammenzentrum eingehen, was unser zweiter Antrag ist. Ich bitte nur darum, dass wir gemeinsam uns darum kümmern, dass hier die Situation auch akut und kurzfristig behoben werden kann. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich bin in einer Zeit sozialisiert worden, wo der Kampf um die reproduktiven Rechte für Frauen eine wirklich hohe Rolle gespielt hat. Die Auseinandersetzungen darum umfassen ja die gesamte Frage um schwanger werden, nicht schwanger werden, Geburt und alles, was da dran hängt. Ich habe entsprechende Erfahrungen gemacht in Krankenhäusern, aber auch persönlich durch die Tatsache, dass es in Bremen vor 20 Jahren eine sehr gute Versorgung gegeben hat und ich letztendlich auch unter den Bedingungen hier eine Hausgeburt hatte. Ich muss sagen, ich hätte mir nicht träumen lassen, dass 20 Jahre später wir in einem solchen Engpass leben. Es war sehr positiv hier ausgestellt. Es gab das Krankenhaus Bremen Nord mit entsprechender Aufstellung. Es gab Hebammen und auch Frauenärztinnen, die genau aus dieser Zeit heraus sozialisiert worden sind und gesagt haben, genau das müssen wir im Grunde genommen bewahren. Es gab Frauengesundheitszentren und Ähnliches. Es gibt ein spezifisches, sage ich mal, im Gesundheitsbereich auch Frauenwissen, was wir unbedingt in seiner Wertigkeit schätzen müssen. Und die Bedeutung von Hebammen spielt in dem Zusammenhang eine außerordentlich große Rolle. Mein Kollege Budert hat es gerade angesprochen. Natürlich brauchen wir die Hebammen im freiberuflichen Zusammenhang auch deshalb und diese Lang, weil sie nicht in der Hierarchie der Ärzteschaft in den Krankenhäusern arbeiten müssen. Auch das habe ich am eigenen Leib erfahren, wie negativ sich das auswirkt. Und deshalb finde ich auch hebammengeführte Kreissäle so wichtig. Wir haben in Bremen immer noch keinen. Ich habe hier angefangen 2011, auch da war es schon immer in der Debatte und es ist immer noch nicht. Wir haben Bremerhaven, das ist richtig. Deswegen, so, und dann muss man, ja schön und gut im Lande Bremen, aber ich meine, für eine Stadt muss es doch erlaubt sein, dass es solche Kreissäle geben wird und nicht nur seit Jahren darüber gesprochen wird. Das ist doch nicht zu fassen, dass es nicht möglich geworden ist. Und wir haben übrigens, um sozusagen, wie finde ich diese Idee eines Hebammenzentrums auch so wichtig, gerade diese Wohnortnähe. Ich wundere mich allerdings, dass der Punkt 2, wo wir sagen, Bremerhaven braucht so etwas auch, nicht Zuspruch hier erfährt. Das finde ich eigentlich erstaunlich, weil gerade dort ist ja letztendlich der Engpass derselbe. Auch da gibt es sehr schwierige, sage ich mal, auch durchaus Kommunikationsprobleme zwischen den in Kliniken tätigen Hebammen und auch den Freiberuflichen. Das heißt also, wir müssen das in beiden Städten natürlich im Auge behalten. Und man darf sich nicht darauf ausruhen, dass es eben dort einen hebammengeführten Kreissaal gibt. Es sind überall zu wenige und es ist nicht attraktiv. Und das hat auch damit zu tun, dass die Bezahlung ist nicht entsprechend. Es hat aber damit zu tun, dass die Bedeutung und die Wertigkeit nicht tatsächlich so gesehen wird, wie sie vonnöten ist. Und das heißt, wir müssen investieren. So ein hebammengeführter Kreißsaal kostet Geld. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Das ist jetzt keine Cashcow im klinischen Betrieb. Na und? Schwanger sein und Kinder kriegen ist ja auch letztendlich kein Kostenfaktor, es ist auch keine Krankheit. Und deswegen finde ich, dass wir im Lande das darstellen müssen, dass es auch für Frauen attraktiv ist, dass man sagen muss, okay, Bremen ist nach wie vor ein für mich fantastisch attraktiv aufgestellter Geburtsort. Und das ist etwas, was ich als Aushängeschild sehr wichtig finde. Und ich wünschte, dass wir genau dieses Niveau wieder erreichen und hoffe, dass wir mit unseren Anträgen dazu beigetragen haben. Vielen Dank.